Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Übersicht am 2.12.2020. Wir haben auf der Gesamtübersicht Mecklenburg-Vorpommern weiterhin unter 50 in der Inzidenz. Genau das gleiche haben wir in Schleswig-Holstein. Wir haben gestern 17.270 gemeldete positive PCR-Tests. In den letzten 7 Tagen 111.468. Die Gesamtinzidenz für Deutschland liegt bei 134. Seit Aufzeichnung sind 17.123 Menschen mit positiven PCR-Tests verstorben. Wenn wir hier den 14-Tages-Trend ansehen, stellen wir fest, es ist immer noch diese Wellenform. Und genau das, was ich auch gesagt habe, wir haben heute wieder einen Sprung in den Zahlen. Das sind wahrscheinlich die von Montag nach oder Anfang jetzt von Montag wahrscheinlich nachgemeldeten Fälle. Laut RKI gibt es momentan 288.120 Personen mit positivem PCR-Test. Auch hier nochmal der Hinweis, diese Zahl ist höher als hier die 14 Tage zusammengerechnet. Gestern gab es 487 Verstorbene mit positivem PCR-Test. Diese Zahl mit aktuellen Infizierten haben wir gesagt, den beachten wir nicht mehr so. Und dieser R-Wert für Deutschland liegt bei 0,89. Also wir sind weit unter der berühmten 1, die Anfang des Jahres immer proklamiert worden ist. Auch hier, wenn wir wieder uns die TV-Karte angucken, sehen wir, dass der größte Teil nicht exorbitant hoch ausgelastet ist. Jetzt gehen wir einmal erstmal auf die Zahlen von gestern. Gestern hatten wir 22.151 belegte Betten auf 5.460 freie Betten und eine 7-Tage-Notfallreserve von 11.783 Betten. Die Notfallreserve liegt jetzt bei 11.779 Betten. Wir haben weiterhin 5.400. Das ist ja mal interessant. Genau die gleiche Zahl an Betten frei wie gestern, also 5.460 und 22.138. Also wir haben keine großen Veränderungen. Wenn wir jetzt die beiden Zahlen hier vergleichen, sehen wir also, in intensivmedizinischer Behandlung sind 3 Patienten abgewandert mit positiven PCR-Test und 2 sind weniger invasiv beatmet. Gestern gab es 49 Neuaufnahmen bei 52 Entlassungen. Das sind also hier diese 3, die wir da sehen. So, das war der, genau. Jetzt gehen wir jetzt einmal auf die Helios-Kliniken. Dort sehen wir auf 14.802 Patienten ohne positiven PCR-Test auf Normalstationen haben wir 968 mit positivem PCR-Test. Auf 1153 ohne Covid in Intensivbehandlung haben wir 259 mit entsprechender PCR-Beleghaft. So, hier haben wir die Karte der Influenza. Auch hier sehen wir immer noch, der größte Teil ist in diesem unteren Bereich. Also wir haben hier keine exorbitant hohen Influenza-Fälle. Hier ist leider immer noch nur die Woche, Kalenderwoche 44 verfügbar. Hier haben wir einmal den Hinweis auf den Artikel der Daily Mail, wo nochmal da ganz klar raus hervorgeht, dass also ein Leiterfall, ein Sturz von einer Leiter, auf einmal zu einem Coronavirus-Toten geworden ist. Die BioNTech-Aktie ist leicht im Plus im Moment mit 3,8%. AstraZeneca ist 1,7% im Minus, die Pfizer-Aktie ist 4,28% im Plus und Moderna ist ebenfalls 1,7% ins Minus gerutscht. Also wir haben im Moment, da habe ich gestern schon mal ein kurzes Video zugemacht, ein wenig Ungereimtheiten bei so manchen Aktienkursen. Ja, meine Lieben, das war der Überblick für heute. Ich werde jetzt auch nur dieses Video hochladen, weil das relativ kurz ist, mit jetzt immer noch unter 4 Minuten 30. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und ja, freue mich natürlich über weitere Abos, Daumen nach oben, über Kommentare. Teilt dieses Video gerne, um es so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, dass sich auch andere Personen einen Überblick darüber machen können, wie momentan die Situation tatsächlich ist. In dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch, Feinde zu sein.